Alter! Wie kommt der Bär hier rein? Wie kommen mehrere Bären hier rein? Ich dachte, das Tor wäre zu. Was ist hier los? Und ja, das ist definitiv nicht Kalmar. Ja, ich habe mich gerade spontan entschieden, das gecuttet zu haben. Und damit dann herzlich willkommen zur nächsten Folge von Witcher 3, Wild Hunt. Ja, und hier läuft einiges schief. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Wo kommen die Bären her? Hat die irgendjemand hier reingelassen? Birna bestimmt. Birna bestimmt. Das war doch eine List. Deswegen war die auch nicht auf dem Fest und hat nicht Stimmen gefangen. Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel! Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halbjorn! Er ist tot. Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn, das lasse ich nicht zu. Dann komm her, los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Na, der muss gerade reden. Okay, das wird... also ich dachte für einen kurzen Moment, vielleicht hat auch einer der anderen, der sich bisher noch nicht durch Großtaten hervorgetan hat, vielleicht hat der die Bären mitgebracht und wollte sie jetzt vor aller Augen irgendwie besiegen als Großtat. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich weiß aber schon, wer derjenige sein wird, der herausfindet, wo die Bären herkamen. Wie gesagt, mein stärkster Verdacht wäre natürlich Birna. Aber das wird sich dann wahrscheinlich zeigen. Ja, wir müssen halt herausfinden, wer das jetzt war, während Ceres sich dann wahrscheinlich in ihr Stüblein setzt und darüber nachdenkt, wer das gewesen sein könnte und was überhaupt das Verhalten der Bären ist und einen Plan sich ersinnt, kann ich ja mit Hjalmar losziehen und jemanden erschlagen. Das fände ich eine super Idee. So, schauen wir mal. Verflucht, was für ein Chaos. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das wäre die interessante Frage. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ja, okay, vielleicht ist das ja die zweite Chance, dass Ceres mich von ihr überzeugt. Sie soll mich überzeugen von ihr. Oh mein Gott. Egal, ihr versteht, was ich meine. Ich kann also jetzt quasi noch einmal beobachten, wie die beiden denn an ihre Aufgaben herangehen. Ja, ich würde Hjalmar natürlich einfach mal fragen, was er denn für eine Vermutung hat. Vielleicht hat er ja schon eine gute Idee und geht einfach direkt auf den richtigen los. Vielleicht aber eben auch nicht. Ich wäre auch dafür, erstmal sich anzuschauen, wer das denn gewesen ist. Aber vielleicht weiß er das ja schon. Das keine Ahnung, vielleicht hat er da schon irgendwelche Hinweise. Ich kann jetzt aus der Situation heraus nicht sagen, wer hier richtig liegt.
Aber ich würde sagen, sich im Raum umzuschauen ist keine schlechte Idee. Das würde ich so oder so gerne tun. Von daher muss ich jetzt wohl sagen, ich helfe Ceres. Aber ich helfe Ceres ja andauernd. Von daher... Du hast recht, Ceres. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Ströme von Blut an den Wänden. Das ist doch schon ein super Folgentitel, wie ich finde. Ich habe jetzt noch gar nicht gesehen, was ich für ein cooles Schwert bekommen habe von Krach am Ende der letzten Folge. Und überhaupt, wie es jetzt mit der Quest weitergeht, das geht hier alles in einem direkt ineinander über. Und ich habe noch überhaupt keine Zeit gehabt, hier alles zu verarbeiten. Aber okay, schauen wir uns dann erstmal hier um. Wer ist gestorben? Was ist vor dem Massaker passiert? Sei genau. Warum haben die alle Lugos, Lugos gerufen? Denn das haben wir ja noch gehört, bevor wir losgerannt sind. Und bevor ich dann geschnitten haben werde, so dass da ein Folgenende war, was ziemlich gemein war, weil das ein ziemlicher Cliffhanger war, wie ich finde. Okay, ja, fragen wir mal danach, denn ich glaube, wer gestorben ist, das hätte derjenige, der den Anschlag hier verübt hat, ja vorher nicht planen können, wer dabei tatsächlich umkommt. Von daher ist das wahrscheinlich die interessantere Frage. Im besten Fall kann ich beide Fragen stellen, aber ich fange damit mal an. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren. Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Okay. Ja, deshalb haben sie also Lugos gerufen. Ein 30-Liter-Fass. Ich glaube auch. So, wer ist gestorben? Ja, dann fragen wir das auch nochmal. Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda. Dreg Bondu. Blaujung Lugos. Halbjorn. Otrik. Die Liste ist lang. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Chalmar und Svanrik. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Richtig, so ziemlich alle anderen Thronanwärter sind umgekommen. Das ist ja herrlich. Ich gehe gerade sehr schwer davon aus, dass meine erste Vermutung richtig war und Svanrik bzw. seine Mutter irgendwie dahinter stecken. Wenn wir das nämlich rausfinden, dann ist er auch raus, würde ich sagen. Und dann ist die Wahl tatsächlich nur noch zwischen Ceres und Chalmar und wahrscheinlich werde ich irgendwie darin involviert sein, da eine Entscheidung zu treffen. Aber warten wir mal ab und schauen uns das an. So, wir wissen das, also sehen wir uns um. Wir haben genug geredet, sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. Sehr gut, jetzt kann ich mich auch endlich wieder frei bewegen und mal aufarbeiten, was gerade passiert ist. Also List des Königs ist immer noch die gleiche Quest zumindest. Untersuche den Schauplatz des Verbrechens mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber zuvor schaue ich ins Inventar und sehe mir das neue Schwert an. Wo ist das neue Schwert? Ich dachte, ich hätte ein neues Schwert bekommen von Krach. Auf jeden Fall habe ich eine neue Hose, aber die hatte ich schon von der Melusine bekommen. Die Assassin. Oh, plus 19. Aber nur plus 159 Vitalität, wohingegen ich jetzt, jetzt 350 habe, also 191 mehr. Na, ich bleibe erstmal bei der, die ich jetzt gerade habe. Ich schaue mir das später vielleicht nochmal an, was ich so an Ausrüstung generell jetzt habe.
Was ich noch gucken wollte, war auch natürlich die Trophäe, die ich jetzt neu habe. Und hier erstmal wieder alles, die Sternchen entfernen. So, aber wo ist denn... Er hat mir doch ein Schwert in die Hand gedrückt. Oder nicht? Oder war das nur, ist das nur so ein symbolisches zum Aufhängen, zum an die Wand hängen irgendwie? Ich weiß es nicht. Daedwen, Schicksal. War es das vielleicht? Schicksal? Das klingt cool auf jeden Fall. Das könnte auch was werden, wenn man da die Steine vollpackt. Na, mal schauen. Was ist das? Blödet. Stahlwaffe. Aber die ist nicht so doll. Okay, na gut. Dann schaue ich mir noch schnell die Trophäe an. 5% Bonusgold. Ja, ist in Ordnung. Lassen wir das mal. Okay, gut. Dann sehen wir uns um und versuchen, das Verbrechen zu klären. Das wollte ich schon immer wissen. Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Wahrscheinlich an den riesigen Bären. Würde ich mal annehmen. Die ich übrigens nicht looten kann. Als ich mich wieder umdrehte, sah ich einen Bären bei der Bank. Na komm schon. Das ist das Werk der Götter. Also gut. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Alles einzeln genau untersuchen. Ein Bärenschädel. Aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met. Und nach etwas anderem. Etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Witzigerweise, also witzig, dass er das sagt mit der kurzen Zunge und dem Met und so weiter, weil mein erster Gedanke war, dass irgendjemand... Da ja die Tore zu waren und die Bären nicht von draußen reingekommen wären, war mein erster Gedanke, dass sich irgendjemand in einen Bären verwandelt hat. Aber dann wiederum frage ich mich, wer und wie und überhaupt. Von daher hatte ich den Gedanken eigentlich erst wieder verworfen, aber jetzt wird das wohl doch wieder zu einem aktuellen Thema. Naja, schauen wir mal weiter. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Okay, gibt es da irgendeinen Clan vielleicht, der das tatsächlich drauf hat? Ich sehe auch gerade nochmal, dass der Bär so eine Art Narbe im Gesicht hat. Das war nämlich auch das Erste, was mir aufgefallen ist, als der erste Bär ankam. Weswegen ich übrigens auch gedacht habe, dass das vielleicht ein Mensch sein könnte, weil die Narbe halt so ein bisschen danach aussah. Na gut, schauen wir uns die Gliedmaßen an. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Okay. Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll. Also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met. Mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Okay. Dann müsste aber derjenige, also es wird ja wohl kaum... ein Unfall gewesen sein, wo zufällig derjenige oder die Leute zufällig das gegessen haben, was sie verwandeln, dann müsste derjenige, der das ausgelöst hat, ja schon genau wissen, wer diese Fähigkeiten hat oder diesen Fluch oder was auch immer und ihnen das unterjubeln. Das ist schon krass. Alle Hörner sind leer. Ja, das ist natürlich unpraktisch. Okay, das sind tatsächlich alle Hörner. Denn alle anderen, die ich jetzt sehe, sind auch gerade gelb geworden. Aber da vorne ist noch ein Topf. Da können wir uns mal den Topf anschauen hier. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? Aha. Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft. Der kommt von woanders im Raum. Na, dann folgen wir doch mal der Geruchsspur. Respekt, Hexer. Hier. Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Ceres. Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm.
Berserker. Stimmt, so heißt das. Ich habe eben noch überlegt, wie das heißt. Genau, das war's. Berserker. Warum bin ich darauf nicht gekommen? Habe ich gerade eben drüber nachgedacht. Deswegen, da war so ein Moment, wo ich eben kurz geschwiegen habe und habe genau darüber nachgedacht, wie hieß das denn nochmal, wenn Menschen sich in Bären oder sowas Ähnliches verwandeln. Ja, genau, das oder zumindest habe ich nach dem Wort gesucht. Es ist mir irgendwie nicht eingefallen. Ja, Berserker? Fragezeichen? Berserker? Der Name des Galgen für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm, fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Naja, es war... Zum Ende hin war es eine Schlachtung, mehr oder weniger. Ja, und dass der... Da hat er jetzt eben gesagt, irgendein Pilz und Menschenblut. Ja, das Menschenblut, wenn du dich umschaust, ist hier gerade überall zu finden. Ob das schon vorher da drin war... Aber gut, geben wir ihm den Punkt mal. Gut, dann, ich weiß, was die Verwandlung bewirkt hat. Ja, offenbar wissen wir das jetzt. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Chord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Chord ist doch genau der... wo läuft sie? Chord ist doch der Druide von Udalric. Also vom Brokwar-Clan, oder zumindest dem Brokwar-Clan dient. Ja, und scheinbar müssen wir dafür in diese Richtung. Obwohl die alle eben irgendwie in die andere Richtung rausgegangen sind, habe ich den Eindruck. Eine Kellnerin. Warum vibriert mein Amulett denn jetzt noch? Oh, hier ist noch, hier sind noch immer rote Sachen, aber ich weiß doch jetzt schon alles, was ich wissen wollte. Ja, deswegen sagt er jetzt auch nicht mehr wirklich was. Okay, gut, dann ist das überflüssig, sich jetzt noch hier irgendwas anzuschauen. Hier vibriert wieder das Amulett. Aber ich habe ja schon die nächste Aufgabe, nämlich fordere ich Hort auf, sich die Metprobe anzusehen. Wo muss ich hin? Achso, hier ist eine Tür. Da ist eine Tür. Guck mal eine an. Sag mir das doch einer. So, wo ist der denn, der Hort? Welche Schande! Die schlimmste seit dem roten Begräbnis. Da sind weniger gestorben. Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Mardrömme, ja, völlig klar. Das war tatsächlich sehr unhöflich, dass wir ihn mitten im Gebet gestört haben. Und seine Antwort war auch gut. Das hast du bereits. Ja, das tatsächlich. Da hätte man einen kleinen Moment abwarten können, bis er fertig war. Wenn man ein bisschen feinfühliger gewesen wäre. Aber okay, so ist halt Geralt. So, also, Mardrömme. Hat das irgendwas mit Berserkern zu tun? Ceres hatte recht. Du kennst dich mit Pflanzen aus. Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen, ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Udalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Okay. Aber er ist ja gerade nicht unser Problem. Mardrömme. Nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe.
Blut und Mordrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Yay, ab in den Keller. Okay, man hätte natürlich auch schauen können, wenn man jetzt weiß, dass es Leute waren, die sich verwandelt haben. Ja, obwohl, es macht eigentlich auch keinen Sinn, zu schauen, wer war alles da, wer ist gestorben und wer lebt noch. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ich halte es sowieso für unwahrscheinlich, dass die gerade irgendwo ganz ruhig sitzen und abwarten, bis Detective Ceres hier ihre Ermittlungen abgeschlossen hat. Also ich würde sowieso davon ausgehen, dass die sich an anderer Stelle gerade schon die Köpfe einschlagen. Beziehungsweise Chalmer schon irgendwen umlegt, von dem er glaubt, dass das der Täter ist. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Und jetzt? Wir stehen... Ah, da ist eine Treppe. Okay. Wir standen nur so blöd rum, weil ich nicht weitergelaufen bin. Ich hab mich gerade gefragt... Ah, okay, hat sich gerade erledigt. Nee, hat sich erledigt. Das sah gerade aus, als wäre da irgendwie eine Felsspalte und ich wollte wissen, ob die schon vorher da war. Das sah aber nur aus der einen Perspektive so aus. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass da doch keine Felsspalte ist. Dass ich da also nicht durchgehen kann. Denn ich bin hier ja schon mal rumgelaufen und habe den Weg zu dem Fragezeichen oben gesucht. Ist zwar schon ich eine Weile her. Ich hoffe wirklich, dass Chalmer etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Entspann dich, Ceres. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeige es dir. Es ist immer alles am anderen Ende des Kellers. Oh. Niemand hat jemals irgendetwas nahe der Kellertür gelagert. Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Ja, geh weiter. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Aber echt. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Der Schnaps! Oh. Verdammt! Das ist schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht was? Vor. Ach so. Okay. Ah, wie praktisch, dass hier eine Höhle ist. Okay, folge Ceres durch... Ja, ich folge ihr. Ich folge ihr, seht ihr doch. Götter, wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Das war ein Anschlag. Ich lege großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ein Ort der Macht. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Chalmer und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal... Ach, die Vergangenheit. Okay. Ja, das war auf jeden Fall gerade ein Mordanschlag. Und hier ist ein Ort der Macht. Und ich habe gerade die verdammt dumme Vermutung, dass genau das das dämliche Fragezeichen ist. Ja, genau das ist das dämliche Fragezeichen, das ich gesucht habe. Hätte ich mal abgewartet und nicht schon versucht, da hinzukommen. Ich bin so blöd. Ja, genau das war das nämlich, wo ich hier rumgerannt bin und gedacht habe, das wäre irgendwo oben auf dem Berg. Stattdessen ist es unten unter dem Berg in einem Geheimtunnel, der sich jetzt erst geöffnet hat. Wo ich jetzt erst hinkam, also hätte ich da vergebens über den ganzen Berg klettern können, ohne den Mist zu finden. Ja, wieder einmal wurde mir gezeigt, dass ich einfach nur abwarten muss, eigentlich, um an bestimmte Orte zu kommen. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht lernen. Ich benutze aber erstmal schnell den Ort der Macht hier. Yeah, Fertigkeitenpunkt. Ich weiß noch nicht, worin ich den investiere. Zumal ich gerade sowieso alle Plätze belegte. Hier ist ein Pferdchen.
Ich habe alle Plätze gerade so... jetzt habe ich es umgeworfen. Tut mir leid. Alle Plätze belegt und wüsste gerade sowieso nichts auszurüsten. Warum habe ich eigentlich kein Licht? Ich hätte gern Licht. Tu mir mal Licht. So, schon schöner hier. Dann folgen wir Ceres mal durch den Tunnel. Den Brandstifter erwische. Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die Flasche hab bersten hören. Aber ich find's gerade witzig, dass dieser geheime oder selten genutzte Tunnel hier einfach direkt auch an der Tür endet. Also es ist ein merkwürdiger Tunnel irgendwie. So, wo sind wir denn hier? Bücherkammer? Keller? Ja, irgendein Keller halt noch. Okay, wir untersuchen also den Eingangsbereich des... Ja, ist... Was? Ich bin doch hier. Jetzt kommt sie wieder zurück. Okay, wir suchen bei der Kellertür, die wir vorhin benutzt haben, also nach Spuren desjenigen, der gerade auf hinterhältige Weise versucht hat, uns zu töten. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir hoffentlich den Verräter finden und überführen und schauen, welche Konsequenzen das hat. Ende einfach damit. Punkt. So, ich bedanke mich fürs Zusehen in der heutigen Folge. Würde mich wie immer freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.